Hallo. Na, hey guys, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier gerade in Malaga gelandet. Und zwar besuche ich gerade meine Schwester. Und ja, wir sind jetzt halt gerade gelandet. War ein angenehmer Flug von 3 Stunden. Und werden jetzt mit dem Bus zu der Wohnung meiner Schwester fahren. Und dann lerne ich zum ersten Mal alles kennen. Ich bin heute zum allerersten Mal in meinem Leben in Spanien. Sehr excited. Deswegen, ja, dachte ich, nehme ich euch jetzt mal das ganze Wochenende mit. Wir haben jetzt gerade den Schlüssel abgeholt für das Airbnb für meine Familie. Ich schlafe bei meiner Schwester. Und ja, jetzt gehen wir schnell essen. Wir sind ein bisschen spät dran, weil unser Flugzeug Verspätung hatte. Aber Leute, ich habe so Hunger. Ich freue mich. Also Leute, wir waren jetzt schön essen. Und es war richtig lustig. Es war aber auch, ich glaube, mit der peinlichste Restaurantbesuch, den wir jemals hatten. Erst ist uns die Vorspeise auf den Boden gefallen. Dann eine Olive, dann eine... Die Vorspeise war nur Brot. Ja. Dann eine Edamame-Bohne. Dann haben wir uns wegen sämtlichen Sachen voll tot gelacht und es war irgendwie alles mega peinlich. Übrigens waren wir im Restaurant Gastronauto. Sehr zu empfehlen, also war sehr, sehr nett, sehr lustig. Werbung. Ja, ich finde schon, der hat es verdient. Der war super nett und lieb. So Leute, wir haben jetzt 2.10 Uhr. Und die Leri und ich, wir waren eben noch in einer Bar und haben Leris Freunde getroffen. Die habe ich dann letztes Mal kennengelernt. Und ja. Alle sehr nett. Die waren alle sehr nett. Also die waren alle echt nett und ja, war ziemlich cool. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, schon 2 Uhr und wir wollen morgen früh raus, weil wir morgen was richtig Geiles machen, was ich aber noch nicht verraten will. So, und dann gehe ich jetzt mal schlafen. Also sehen wir uns dann in ein paar Sekunden morgen früh. Erstmal guten Morgen. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, habe ich gerade geduscht und mache mich fertig. Und wir sind leider alle etwas verspätet, weil wir verschlafen haben. So, nämlich gestern. Ganze 3:30. Jedenfalls hat mein Papa jetzt den Mietwagen abgeholt und ist jetzt auf dem Weg hierher und dann frühstücken wir gleich. Und dann fahren wir, glaube ich, nach Granada. Leute, da gibt's Affen. Oh mein Gott! Ich freue mich so. War ein schöner Tag. Wir haben uns jetzt hier frisches Brot gekauft und einfach ein bisschen Frühstückssachen. Sieht jetzt nicht traumhaft aus, aber sehr lecker. Ich habe mega Hunger schon seit gestern Nacht. Also Leute, wir fahren jetzt nach Gibraltar rüber und da es zu England gehört, ist hier eine Grenze. Also wir gucken jetzt mal, wie das abläuft. Da das zu Großbritannien gehört. Ich mach mal gerade die Kamera aus. Es ist jetzt ziemlich dunkel hier, aber... Das ist gut. Ziemlich dunkel hier, aber hier ist eine sehr, sehr schöne Höhle. Wie ihr sehen könnt, das ist ein Theater. Das ist nicht nur eine Höhle, das ist ein Theater. Da sind die ganzen Sitzplätze und da ist die Bühne. Is it two? Yeah? So this one of these two help? Yeah. Okay, next. It's got 4 or 5 months. Okay. Now this is hungry. Okay, who's next? Just be cool, okay? Yeah. Just get the money away.
Their hands are so soft. Hey, that's better. You don't touch. You want a picture? Just chill in there. Guck mich an, Blazer. Woo! I want one of my hands. Oh my god. Also Leute, wir sind hier gerade mit, die hießen Official Rock Tours, da auf diesen Berg gefahren. Wir waren tatsächlich da ganz oben und da, ich kann nur empfehlen, wir haben eben ewig diskutiert, ob wir nicht eher Seilbahn, also die, ja doch so eine Gondelbahn nehmen. Und er meinte, nee, nehmt lieber mein Taxi. Natürlich wollte er es verkaufen, aber nimmt mein Taxi. Und wir sind überall lang gefahren und er hat bei jedem Ding gehalten. Wir haben die Affen gesehen. Oh mein Gott, wir haben noch einen Tunnel gesehen, der richtig weit und interessant war. Und dann haben wir noch eine Höhle gesehen. Also der hat wirklich überall gehalten, wo man halten sollte. Wenn ihr hier in Gibraltar seid, holt euch so ein Taxi-Tour-Guide-Ding. Es lohnt sich. So Leute, wir sind jetzt endlich wieder zu Hause angekommen. Es ist jetzt 11 Uhr. Sind jetzt müde. Aber die Leri und ich, wir müssen beide noch lernen. Deswegen lernen wir jetzt noch ein bisschen ambitioniert. Es war ein richtig, richtig geiler Tag. Also Leute, wir waren gerade in dem Café. Wie heißt das? Tramezzino? Jedenfalls kann ich das nur empfehlen. Ihr habt das Essen gesehen. Das war wow. Also mega lecker. Deswegen, ich kann es nur empfehlen. Geht da sehr gerne hin, wenn ihr in Malaga seid. Sehr lecker. Also Leute, wir befinden uns gerade bei El Torcal irgendwas. Ich verlinke euch mal die ganzen Plätze unten in der Infobox. Weil wir machen hier eine total geile Reise und es ist wirklich, wirklich mega. Und ja, hier sind jetzt ganz viele Steinformationen. Ich fühle mich ehrlich gesagt wie in den USA, aber sind wir dieses Mal nicht. Und es ist mega, mega cool und eine Wahnsinnsaussicht. Achtung, seid ihr ready? 3, 2, 1. Fantastisch schön hier. Guck mal Leute, wie weit unten ich bin. Guck mal Leute, wie weit oben ich bin. Guck mal, da ist der Papa. So Freunde, nach dem wundervollen Essen und dem kurzen Spaziergang sind wir jetzt zu Hause und ich werde jetzt wieder noch ein, zwei Stündchen lernen und dann gehe ich auch schlafen, weil ich bin so müde. Der Tag war echt anstrengend, aber wunderschön. Und genau, dann werde ich euch einfach morgen nochmal mitnehmen. Morgen ist der letzte Tag, morgen fliegen wir dann auch wieder heim. Und dann heißt es für mich wieder zurück in den Alltag. Ich schreibe am Dienstag direkt eine Klausur und habe einen Vortrag. Ich hatte jetzt nochmal 3 Tage Urlaub. Und jetzt geht's heftig in die Abi-Zeit. Also wir sehen uns in 3 Sekunden. Für mich ist es dann morgen. Also Leute, wir sind hier momentan auf der Castillo die und so weiter. Wir schauen die uns gerade an. Gott, ist das hell heute.
Wir schauen ihn uns gerade an und ja, die ist sehr schön. Das ist einfach der Ausblick, der ist wundervoll. Guck mal, Leute, da ist eine Stierkampfarena. Lol. Dezember und wir essen Eis. Woo. Oh, der Strand sieht auf meiner Kamera richtig düster aus. Aber wir sind am Strand. Tschüss. Also Leute, wir sind jetzt am Flughafen angekommen, haben den Mietwagen zurückgebracht, den Koffer aufgegeben und sind viel zu früh, aber besser so rum als andersrum. Und wir gehen jetzt gleich durch den Security-Check, sitzen dann am Gate, warten und kommen dann um 22 Uhr ungefähr an. Damit ist dann auch die Reise beendet. Und zwar sehr, sehr schön und sehr empfehlenswert. Ich werde euch nochmal alle Locations, wo wir waren, in die Infobox verlinken, damit ihr da mal vorbeischauen könnt.